Troy? Du hast 10 Minuten. Ja, ich muss mir nur noch was anziehen. Du siehst ja schon aus wie ein erwachsener Mann. Wow. Gib dir den Quatsch für ein andermal auf. Okay. Gut, kannst du die Tür zumachen? Ja. Die Tür zu. Ja. Wir werden dir ein College suchen. Das wird großartig, Mann. Heute ist alles schon reserviert. Und was ist mit dem da? Tut mir leid, aber der ist leider nicht frei. Oh, ich finde schon, dass er frei ist. Tja, nein, ist er nicht. In dieser Nacht wanderten meine Gedanken zurück in meine College-Zeit. So viele Freunde waren erfolgreich geworden. Craig Fisher hat fürs Weiße Haus gearbeitet. Jason Hatfield hatte seinen eigenen Hedgefonds. Billy Wurstler verkaufte sein Unternehmen mit 40. Und was habe ich? Ich habe nichts vorzuweisen. Jemand hat auch nach dir gefragt, was aus dir geworden ist, oder? Wo ist Brad? Da war doch dieser Typ, Brad. Viel Spaß und pass gut auf. Okay. Ich liebe dich. Das sind ziemlich renommierte Colleges, Troy. Lass dich davon aber auf keinen Fall unter Druck setzen. Mein Lehrer denkt, dass ich überall genommen werde, wo ich mich bewerbe. Mein Kind geht nach Harvard. Jetzt wollen wir das mal nicht beschreien. Mein Sohn ist ein sehr talentierter Musiker. Er komponiert auch seine eigene Musik. Wundervoll. Ich bin ziemlich sicher, Harvard wird mit im Rennen sein. Und Sie denken, Harvard hat eine Chance? Plötzlich wurden meine Gedanken düsterer. Troy könnte genauso erfolglos enden wie ich. Das hier ist Harvard. Selbst Genies werden hier abgelehnt. Wir müssen alles tun, was wir können. Dad, ich habe da gleich mein Vorstellungsgespräch. Musst du mich vorher wirklich noch so rund machen? Du hast wirklich einen Schuss. Klinge ich frustriert? Als ich anfing, war ich genauso voller Idealismus wie Sie und Ihre Freunde da. Sie sind 50 und denken immer noch, dass sich alles auf der Welt nur um Sie dreht. Ich bin 47. Ich bin manchmal am Zweifeln und habe das Gefühl, alle halten mich für einen Versager. Ja, stimmt, du hast ja deine kleine Sache da. Coole Sache, die du da machst. Was richtig Gutes, echt scharf. Deine Freunde sind Arschlöcher, weil alle nur an sich selbst denken. Aber der Einzige, der an dich denkt, bin ich. Ist das nicht verrückt? Da haben wir dieses Kind in die Welt gesetzt und jetzt ist er so ein prächtiger, fabelhafter Mensch. Ich bin stolz auf dich. Hey, hast du gerade einen Nervenzusammenbruch oder sowas?